want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do, all of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach, or the juice guy, or the dog walker. Hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster, Trevor. There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? Uncle T. What? No, please. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers or other women. Yeah, Dad. Gross. You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants, okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women, or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Gut. Gut, auf jeden Fall gut. Bronze. Apropos Trevor Phillips, war ein cooler Spruch von Michael, den er da gebracht hat. Zu Amanda. Hätte ich nur von Trevor erwartet eigentlich. Das war wahrscheinlich der schlechte Einfluss von Trevor. Hat wahrscheinlich Hausverbot. Trevor, was machst denn du hier? Kacke. Der ist ja ganz weit draußen. Besoffen wieder mal, ein Haufen Leichen. Na, hier ging richtig die Party ab, hä? Und ich glaube, die haben nicht nur einen Kater, die erliegen. Ach hier, Lost MC Biker. Aha. Hat er mit denen gefeiert und dann ging es so ab wie mit Johnny Klebitz? Keine Ahnung, lass mal ans Land fahren. Ausnüchtern. Na Moment mal, ich habe doch aber gar keine, ich habe doch keine Mission mit Trevor. Na, lass mal fahren. Vielleicht kriege ich noch was. Wenn nicht, dann wechsle ich gleich mal zu Lester. Aber warum switcht jetzt die Kamera zu Trevor? Warum? Das ist jetzt die Frage. Wo, verdammt nochmal, ich bin irgendwo im, ja, ich habe es gerade gar nicht gesehen, hier unten, ich dachte schon, ganz am Anfang dachte ich echt, fuck, nee, nicht in Perlito, nicht ganz da oben, es war nämlich schon letztens, Alter, wie läuft denn der, wie so eine Gummifigur, wie dieses Coop-Männchen, ungeil. Das ist echt nicht schön hier. Ich meine, ja, den letztens mit Michael, da war ich ja beim Infinite Eight Killer. Beim Infinity Killer. Ganz oben in Palito. Und, boah, ehe ich dann wieder nach Downtown zur Mission gekommen bin. Boah, das hat so lange gedauert. Ich bin so lange gefahren. Sowas nervt. Da habe ich mir echt das Jetpack gewünscht. Hatte ich nur einmal. Jetpack. Das ist eins der letzten Rätsel in San Andreas in GTA 5. Gibt es das Jetpack? Gibt es nicht? Kommt es als DLC? Kommt es nicht? Ich weiß es nicht. Was die Leute alle schon versucht haben, das ist Wahnsinn. Mann, hier kommt doch nichts. Sinnlos. Ich wechsle gleich mal zu Franklin. Ja, okay. Hat auch geblinkt gehabt. Hab ich gar nicht gesehen. Und das angezeigt? Hm.
Ist der schon am Architekten dran? Sieht so aus. Hier ist eine Baufirma. Hey, it's Franklin, man. I'm following the architect. All right. Don't fuck it up. All right. Was heißt Baufirma? Eine Baustelle. Keine Baufirma. Verfolgen den Architekten und beschaffe die Pläne. Wie was? Verfolgen. Mit der Karre einfach reinsteigen, oder? Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Ah. Yeah, thanks a lot. Ja, klar. Ich dachte schon, ich darf hier generell nicht rein. Aber mit dem Helm ist alles okay. Aha, der ist aus. Ach so, ich dachte, der fährt jetzt weg. Hat mich ein bisschen an die andere Mission erinnert. Hier mit Devin Weston, die... Oh, ja gut, schönes Auto. Paar Wagenlängen Abstand. Wie immer bei einer Verfolgungsjagd. Bei einer unauffälligen Verfolgungsjagd. Hä? Ich darf hier hin. Oder doch nicht? Na dann wirst du abgeknallt, Buddy. Schotti, raus und du bist im Arsch, mein Freund. Ja, 3 Sterne, gut. Das ist super. Genau das, was ich jetzt brauche. Hab ja einen Helm auf, mir kann nicht wirklich was passieren. Ich muss vom Hubschrauber weg. Der nervt mich gerade hier, der verfolgt mich. Hat mich gleich, aber hier ist eine Brücke, das ist schön. Bin ich in Sicherheit, so halbwegs. So. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Sind vorne alle auf der Straße. Na? Steigt er jetzt aus? Oh ja. Tun sie. Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah! So geil! War das knapp, Alter. Ich habe ein bisschen geschwitzt gerade. Na? Ich guck mal hin. Mensch. Schon wieder das halbe Polizeirevier ausgerückt hier. Oh. Ja. Schön mit Weste. Ich glaube, das ist Westen. Das sind Westen. Claro. Ich glaube, wir müssen die Pläne zu... ich wollte schon sagen, Dexter. Dexter. Lester. Lester. Der Infinity Killer ist ja eine Anspielung an Dexter. Also ein Dexter Easter Egg in dem Sinne. Weil es auch im Dexter-Spiel... einen Infinity Killer gab, einen Infinity Killer, um den ein großes Mysterium gemacht wurde. Auf jeden Fall sind die Rockstars Dexter-Fans. Ist es Lester? Ich schau mal kurz. Ich habe nämlich gerade nicht so wirklich aufgepasst. Wie sieht so aus hier? Ziel. Muss Lester sein, wer sonst? Scheiße. Aha, smooth. Smooth ohne Ende. Dank Franklins Spezialfähigkeit. Ich liebe die einfach. So, so unglaublich praktisch. Ja. Ja, doch mal. Nee, Trevor ist okay noch. Ich finde hier von Franklin ist die geilste bis jetzt, so persönlich. Trevor kommt auf Platz 2. Seine Spezialfähigkeiten auf Platz 3 auf jeden Fall, denn Michaels. Die ist nicht ganz so praktisch, finde ich. Na, jemand zu Haus?
Die Ladies sind immer noch nicht zurück. Na, mal schauen. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some fire bombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Ich bin für Aufwischen, das hört sich cool an. Ich meine, ich habe ja nicht die Sachen vom Hausmeister und die IDs für umsonst besorgt, ne? Obwohl ja Option B auch cool ist, die kam ja schon im offiziellen Trailer, wurde die gezeigt, ne? Hey, Feuerwehr und, ja, und hey, und Feuerwehr, das klingt doch auch cool. Das ist, weiß nicht, die klingt abwechslungsreicher hier, Mission A. Und auch Splinter Cell-like. Okay, well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Ja, ich glaube, ich nehme Gustavo Motor. Ja, klar. Wie immer. Ah, my lucky charm from the jewelry store. Exakt. Noch ein Schützen. Norm Richards. Gesundheit. Nicht so viel Gesundheit, aber braucht er vielleicht nicht, wenn er gut treffen kann. Ich denke, ich nehme Norm Richards. Ja. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Okay. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Ja, perfekt. Alles soweit geplant. Lass uns die Sache mal angehen. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. Aber dazu mehr in Folge Gold 38. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Bye, bye.